In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie man in Adobe InDesign Tabulatoren anwendet. Zuallererst habe ich ein Word mir hier was angefertigt. Jetzt mal sagen wir mal, möchte mir eine Karte für Pizza anfertigen und habe jetzt hier klein, groß, Pizza klein und groß, dann wie teuer der Preis ist. Dies übernehme ich dann mit Steuerung C und Steuerung V. Also Steuerung C zum Kopieren und Steuerung V zum Einfügen in InDesign. Wenn ich das gemacht habe, natürlich hat er jetzt so übernommen, wie ich haben wollte, vergrößere ich den Abstand, also Zeilenabstand, mache ich jetzt hier mal auf 60 und die Größe natürlich auch auf dementsprechend, sagen wir 42. Wenn ich das habe, sehen wir hier zwischendrin in diesem, ist für mich jetzt blau, diese Zeichen. Wenn ihr diese nicht habt, findet ihr diese unter verborgene Zeichen ausblenden. Könnt ihr ausblenden oder aber natürlich auch anzeigen. Jetzt für diesen Schritt natürlich am besten. Dann verändere ich mal kurz, weil es ja die Überschrift ist. Semi Bold Italic. Und dann kann ich natürlich sagen, mit Steuerung, Shift und T rufe ich den Tabulator auf. Dort benutze ich, kann man jetzt sagen, meinen linksbündigen Tabulator, zentrierten Tabulator, rechtsbündigen Tabulator oder Dezimaltabulator. Der Dezimaltabulator ist dann am besten, wenn man den hier anwendet, wenn man eine Dezimalzahl natürlich hat. Wir markieren uns den Bereich, welchen wir tabulieren wollen. Sagt dann auf zum Beispiel hier. Mach ich mal kurz noch die Punkte weg. So. Und einen zweiten Schritt natürlich, sagen wir dann, soll der andere hier hinkommen. Machen wir auch noch kurz weg. So. Jetzt markiere ich mir das hier, den unteren Bereich, und drücke dann auf Dezimalbereich. Beim Dezimalbereich macht er dann natürlich beim Komma, also richtet er sich nach dem Komma, was wir natürlich auch haben wollen. Und wir können uns auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel, wo wollen wir dann nach hinten haben, sagen können, hierhin. Also hin und her schieben wollen, so wie wir es haben wollen. So, wie ihr gerade gesehen habt, was bei mir immer wieder gekommen ist, ist die Fläche füllen. Das kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte, möchte hier noch eine Fläche gefüllt haben, zum Beispiel mit Punkten, Strichen oder sonstiges, was ihr haben wollt, könnt ihr dann hier rein sagen, zum Beispiel Punkt. Und dann mit der Tab-Taste rüber wechseln, kommen diese Punkte. Aber dadurch, dass es so ein bisschen komisch aussieht, sage ich natürlich, ich mache da noch ein vorher ein Leerzeichen und sieht dann schon angenehmer aus. Und wenn er jetzt nicht kommen sollte, wie denkt, wieso funktioniert die Sache nicht? Manchmal müsst ihr auch auf diesen Tab nochmal raufdrücken, damit er diesen auswählt. Zum Beispiel jetzt hier, ich habe hier ausgewählt, das Blau hinterlegt. Und kann jetzt ein Leerzeichen Tab, also Punkt, und schon kommt es. Das Gute ist auch noch, also wenn ihr jetzt Tabulator benutzen wollt, weil es ja erstens einfach ist und zweitens, wenn ihr nicht so viel machen müsst, könnt ihr auch noch sagen, ihr habt einen großen Teil, könnt ihr auch noch hier weiter natürlich weitergehen und weitere Tabs klicken. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verkleinere jetzt mir das Blatt hier, dann geht der Tabulator, bleibt die Größe gleich. Oder bleibt nicht fix dort an der Stelle, sondern kommt dann mit einem mit. Und dadurch muss man sich überlegen, schon vornherein, welche Größe man braucht, um diesen Tabulator dann aufzurufen, damit man besser weiß, wo handhaben kann, weil muss man ansonsten wieder erstmal alles zurecht machen, wie man es hatte. Und wenn ihr noch größer und noch mehr habt oder noch viel, viel mehr, dann würde ich euch auch empfehlen, den
Tabellen einzufügen und keine Tabulator-Tasten oder ja, Tabulator-Eigenschaften zu benutzen. Und das war's eigentlich auch schon mit meinem kleinen Tutorial.